Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Xenoblade 2. Ja, zwischen der letzten Folge und dieser Folge hat sich einiges geändert. Aber eine Sache hat sich nicht geändert. Und zwar, dass immer noch scheiße windig draußen ist. Und dass ich das noch am selben Tag aufnehme, aber ansonsten hat sich halt nicht viel geändert. Also hat sich schon ein bisschen was geändert. Und zwar, wir sind nicht mehr am Anfang vom Kapitel, sondern ich bin sein Recht am Ende. Ich dachte tatsächlich sogar, dass das Finale des Kapitels gewesen wäre. Aber anscheinend nicht. Wir haben ja nur noch vor, die King Quest zu machen. Kann auch sein, dass wir einige erst haben Final Boss geschaffen, weil ich glaube, ich habe nur noch zwei aktuell. Ich könnte vielleicht noch die von Ursula annehmen, aber die kann ich halt wirklich nur offscreen machen. So größtenteils. Die Quest braucht nämlich 16 Stunden. Ja, mit den ganzen Söldnertruppen und ich werde keine 16 Parts dafür machen, nur damit wir losschicken können auf Söldnertruppe. Sag mir nicht, dass das ein Bad ist, dein. Auf jeden Fall sind wir hier am Weltenbaum. Aber normalerweise endet ein Kapitel mit einem Bosskampf und einer wichtigen Cutscene. Was wir eigentlich vorhin hatten, aber das fand ich das Ende des Kapitels. Ich dachte, das wäre die Cousine, das ist jetzt die Schwester. Ja, der Weltenbaum ist kein echter Baum, es ist eine Maschine, so ein künstlicher Turm ist es. Das von gigantischen Pflanzen gebucht wurde. Und nur die Aegis in ihrer wahren Form kommt da rein. Glaube ich zumindest. Dass es so war. Another power granted to the Master Blade by thought. So, we need to hurry. What?
Also ich muss gerade kurz mal schauen, bezüglich meiner Umfrage zu dem Let's Play. Das hat glaube ich 7 Stimmen oder so. Geht noch eine Stunde und 5 Minuten, 8 Votes. 50% würden durch Questionen den Kapitel machen. 38% ist keine Mara, okay. Schmeckt an sich, wir sind auch noch in Kapitel 8. Ja. Ist doch Kapitel 9 Weltenbaum. Laut meiner Information gibt es 10 Kapitel. Oder ist Kapitel 10 das, was nach der Story ist? Jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil es schon großartig spielt. Ich nehme mal stark an, er will irgendwie seine Meisterin wiederbeleben oder so. Ich meine, wenn die halt immer noch da in dem Eis ist. Warum ist da noch eine zweite Person in ihrem Wasser? Hey, sag mal, wie viele Katzen schwimmen denn jetzt? Weltenbaum. Es ist nur so ein riesiger maschineller Turm, der von außen wie ein Baum aussieht wegen der Vegetation und so, nehme ich an. Das ist ein richtig großer Dungeon. So mehr oder weniger Finale Dungeon. Ich habe ja unbedingt gesagt, ich will Kapitel 8 heute machen. Ja, Mann, war das damals ein Krampf. Damals war ich aber auch noch nicht auf dem aktuellen Level.
dachte, selbst das Kapitel wird kürzer. Aber nein, es wird niemals die komplette Weltenbaum sein. Nie im Leben. Ab einem bestimmten Teil werden die sagen, ja komm, hier Kapitel Ende, Kapitel 9 Start. Und dann ganz oben ist es Kapitel 9 Ende oder so. Ich mag die Musik auch, wenn die ein bisschen sehr, keine Ahnung, nicht viel geschickt scheint, so als wäre das so ein krasser finaler Dungeon oder so. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. So, das fühlt sich eher so wie so eine chillige Musik an. Als ob die halt wirklich hier baden. Ganz ehrlich, ich würde aber echt zu gern wissen, was die erzählen, ne? Ich will aber keine Bonus-CP dafür opfern. Ah ja, das stimmt, Sieg. Okay, hier fehlt keine Klinge. Ich dachte, weil ich den Wurfweg abgenommen habe, aber anscheinend nicht. Das war jetzt bisher einfacher, aber glaubt mir, ja, höhere Etagen sind schlimmer. Das gehört jetzt alles so unter eine Ebene. Oh, stimmt. Ich habe, glaube ich, ewig lang gebraucht, um